Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf der Sieben Berge unterwegs mit unserer Seasons-Geschichte und ja, wir sind bereits in Folge 17 gelandet. Und ja, ich muss in eine Seemaschine steigen. So simpel ist es. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das vielleicht in die Hose gegangen war, weil ich das eine zu früh gepflanzt habe. Ich kenne mich mit Seasons nicht aus, deswegen gucke ich jetzt natürlich, wenn das Stoppeln sind. Kann sein, dass er deswegen hier natürlich nicht gleich sehen will. Aber wir gucken einfach mal. Ich mache erstmal mal eine Runde einfach mal Licht an, würde ich sagen. Dann sehen wir auch was. So, es war Feld 5. Und auf Feld 5 wurden mir hier Stoppeln angezeigt. Hier, als wenn nichts angepflanzt ist. Und ich hier die Vermutung, dass das auch der Fall ist. So, dann mache ich jetzt mal hier Helfer an. Wird die Arbeit beendet, okay. Pflanzen wollen die aber nicht. Okay. Lass mal keinen Stress aufkommen. Wir lassen uns erstmal eine Runde hell werden. Ich werde jetzt mal eine Runde vorspulen, dann werden wir mal eine Runde schauen. Weil das Stoppeln da sieht nicht an wie eine Pflanze, die wächst, oder? Ich meine, ist ja einfach so. Diese ganzen Helfer, die ihr da oben rechts seht, ist natürlich mal ein komisch wildes Durchgeklicke. Ich weiß das gar nicht. Gab es eigentlich noch eine andere Sache, die man hier gucken konnte? Ne, eigentlich nicht. Die Weizenpreise wären ja gut zu verkaufen gewesen, aber wir haben mit Fisch erheblich mehr gemacht. Das haben wir richtig angestellt. Wir haben Schnee an und Schneespuren auch an. Ob das das wird, ist eine andere Geschichte. Ernte bei Feuchtigkeit ist an, sehe ich gerade. Okay. Celsius, ne, ist alles okay. Da sind wir wieder von vorne. Wir sind jetzt also eindeutig ne, hier beim guten Zeug. Das heißt, wenn er jetzt hier zeitlich dahin springt, dann müsste er eigentlich, müssten wir den Gras machen können. Ne? Ich lasse ihn jetzt hier mal kurz stehen. Wir werden mal über die Karte mal eine Runde hier zum Obstgarten hüpfen. Das ist genau neben unserem, ja. Da ist der Obstgarten, dann ist hier unser Feld. Und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, unser Feld eine Wiese, aber die gute Wiese hier ist noch nicht so hoch, wie sie hoch sein könnte. Oder? Sieht so aus. Sieht aus, als könnte die Wiese höher sein. Das ist doch schon mal okay. Bei dem anderen Feld werden wir dann auch mal gucken. So, ja, es ist so langsam wird es hell. Wir machen hier schon mal das Licht aus. Aber hier hat die echt Stoppeln draus gemacht, oder? Das ist doch kein Wachstum. Weil der Punkt an der Geschichte ist, wenn ich jetzt hier, jetzt ist nur noch 6 Uhr hier, genau. So, und jetzt werden wir den ganzen Spaß ein bisschen langsamer machen. Aber wenn ich mir den Spaß jetzt hier angucke, dann ist das alles, bloß kein Wachstum. Und da ist auch keine Wachstumsphase zu sehen. Seht ihr auch, ne? Guck mal kurz, was jetzt hier bei Wachstumsphasen zu sehen ist. Ne, das ist auf Gegrubber zurückgegangen und das ist noch nicht mal umgesprungen. Wenn ich jetzt hier nochmal hingehe und ich mache das Gras mal an, dann sehen wir hier auch nur, dass da Gras drauf ist. Doppelt gedüngt ist. Aber noch keine Wachstumsphase da ist. Aber das ist schon kurios, ne? Immer muss man so sagen, wie es ist. Warum ist das auf abgeerntet zurückgesprungen? Und es ist auch tatsächlich abgeerntet. Das sieht tatsächlich aus. Das sieht also echt aus, als wenn ich es grubbern müsste. Komisch, aber ist so. Lass ihn jetzt hier einfach mal stehen. Dings wären eigentlich schon ganz richtig gewesen. Er ist ja sonst unser Gruber-Experte hier. So. Ah ja, wir haben noch einen Test. Da fällt es mir auch gerade auf. Wir haben noch einen Test. Weil wenn er nämlich das, dafür nehmen wir mal den guten MB-Truck. Der MB-Truck wird mal sein Front- und Weggelumpe mal eine Runde wegparken hier. Das werden wir jetzt alles schön hier eine Runde reinstellen.
Das macht Sinn. Wir haben hier sehr viel Platz. Hier ist noch eine große Bucht. Da können wir den ganzen Frontlader-Part mal eine Runde Spaß hinstellen hier. So, so. Ne, nicht nur die Gabel, sondern ich will das ganze Ding da abstellen. So, wunderprächtig, hat funktioniert. Und dann werde ich jetzt mein Gewicht hier hinwerfen. So, was ich jetzt machen werde, ich werde mal den Streudünger ranklemmen. Weil der Streudünger würde, wenn das jetzt noch als noch zählen würde, als da ist noch Pflanzen drauf, dann würde er sagen, nö, ich kann nicht, weil hier ist ja noch, ne? Hier ist ja noch, und wie soll ich denn? Sprich, er dürfte eigentlich dann den Streupart nicht machen, weil er ja noch gar nicht wieder düngen kann, ne? Und die Wachstumsphase noch gar nicht um. Fangen wir mal ran und gucken, ob es geht. Also wie gesagt, so viel Ahnung habe ich halt davon noch nicht. Ja, was soll ich sagen? Er streudüngt. Das heißt also, es ist tatsächlich einfach am nächsten Tag verschwunden, weil wir es zur falschen Zeit gepflanzt haben. Also es ist einfach stumm. Wahrscheinlich gilt das dann als eingegangen oder sowas in der Richtung. Das heißt, wir müssen das Feld nochmal neu machen. Wir werden da jetzt auch wohl kein Soja drauf machen, sondern ich werde ein zweites Mal Weizen drauf machen. Weizen bringt eine relativ große Menge an eine relativ große Menge an Frucht, womit wir dann eindeutig mit den Fischen Geld machen können. Ne? Das muss man jetzt mal so sagen, wie es ist. Und einfach mal so machen, wie es ist. So, der fährt hier schon mal wunderprächtig drauf lang. Dann würde ich sagen, kann ich hier gleich mal den Grubber drauf lang donnern lassen hinterher. Brauchen wir den denn? Ich weiß gar nicht, ob wir den Grubber schon, ob der einen Kurs hatte für Feld 5. Feld 5 sehen, Feld 17 sehen. Nö, hat er nicht. Macht ja nichts. Ich habe noch gar nicht an. Das heißt also, eigentlich hat er auch noch vernünftig gegrubbert. Ohne Probleme bei dem Feld. Das ist doch gut. Dann müssen wir den Spaß hier tatsächlich versetzt nochmal durchziehen. Ne? So sieht es halt immer aus. Helfer. Einmal untergrubbern bitte. Die Frage, ob er jetzt den Dünger gezählt hat. Ich sollte natürlich als erstes mal... Oh ne, hören, stopp. Steht überall erntereif bei Gras, nur hier auf unserer eigenen Fläche. Nee, ist natürlich ein Traum. So, Moment, ich muss einmal wieder Gras ausmachen hier, sonst ist das die Übersicht ja eher gar nicht. So, Soja war, ist aber abgeerntet, weil zur falschen Zeit angepflanzt. So, ich könnte mir den Streudünger sparen, weil den Düngepart hat er drin behalten. Das heißt also, unser Dünger ist nicht weg, sondern nur unsere Pflanzen. Was auch irgendwie dann logisch ist, weil die eingegangenen Pflanzen den Dünger gar nicht benötigt haben. Ja? Da aber auch unsere Sämaschine düngt, können wir den Streudünger sein lassen. Hat wie es ist. So, den machen wir mal aus. Ist ja also eine sinnlose Matz, die wir halt verdonnern hier, ne? Oh, habe ich den jetzt richtig abgewürgt? Oder was? Okay. Hallo? Ich hatte den an und ist da nicht losgefahren. Jetzt will er auch nicht mehr, oder? Ah! Wow, okay, der hat aber eine ziemlich lange Leitung, der gute MB-Truck. Ey. Da müssen wir noch ein paar Kabelungen legen. Ne? Kabelbäume ein bisschen kaputt, dass die Leitung zu lang ist. Ah, blöder Scherz, ich weiß. So, wir werden den Streudünger mal eine Runde voll machen. Weil der muss natürlich den Kram hier dann klar Schiff machen. Und wir werden dann hier, derzeit, wo wir das machen, dann mit der Sämaschine mit Fairplay arbeiten müssen. Aber wie gesagt, erstmal muss der da jetzt durch. Und wir werden auf jeden Fall schon fertig gedüngt haben. Da. Und wenn der da schon fertig gedüngt hat, kann ich denn da auch hier auch schon düngen? Ich gucke mal kurz, ob er bei der Uzbala 4 auch schon düngen lässt. Einfach mal testen, ne? Das kostet ja nichts außer ein, nö, ich will noch nicht.
Kann eigentlich nicht viel passieren. Ne, er will noch nicht. Okay. War nicht richtig gemacht. Probieren ist besser als studieren. So, ja gut, wir fahren natürlich jetzt erstmal hin. Und müssen natürlich jetzt einmal hier näher voll machen. So. Das dürfen wir gleich in der ersten Bucht. Gleich auch als erstes dürfen wir hier. Oh ne, haben wir schon aufgebraucht, den Dünger. Da war das der Dünger. Ne, das ist der Düngerpaar. Lass mich raten, die Palette da verschwindet gleich. Sag ich doch. So. Gut, okay, Klappe zu. Das Zeug ist weg. So simpel ist es. Aber das können wir da vorne dann zukaufen. Das macht nichts. So, ihn packe ich jetzt mal kurz hier ein. Der ist dann gleich irgendwann nochmal am Start. So. Jetzt kommen wir nämlich da nochmal zum. Na, wo haben wir ihn? Da haben wir ihn, den guten Hürlimann. Der müsste jetzt für die 5 einen Kurs haben. Nämlich Feld 5 sehen. Laden bitte. Vielen Dank. So. Hier vorne dürfte der Start sein. Ich werde jetzt eine Sekunde warten, bis er ein Stückchen weggefahren ist. Ich weiß nicht, ob er jetzt hier schneller oder genauso langsam ist. Das will ich jetzt gar nicht mal so sagen. Aber wenn er schneller ist, dann ist es nicht so wild, dann fährt er eh Vorsprung. So, und okay, ich hätte passende noch anlassen können. Stopp. Wow. Hab ich gesehen? Fast ein Fehler passiert. Punkt 1, warum hat er das aus? Und Punkt 2, ich habe die ganz falsche Frucht drin. Wollte doch, hallo? Soll ich die Frucht umstellen? Hallo, freundliche Kollegen, können wir mal die Frucht umstellen? Aha, die Sämaschine lief offiziell noch. Okay. Es geht auch mal eine Fruchttaste. So, da sind wir jetzt richtig. Also, Abfahrer einstellen. Er hat es wieder ausgeschaltet hier, ne? Ich weiß nicht warum. Okay, er hat es ja gemacht, auch mit ein bisschen Driften, wie ihr seht. Und der haut jetzt hier Weizen drauf. Und Weizen dürfte, wenn wir auf unserer schlauen Liste hier gucken, ne? Hier Weizenpflanzen, alles Töfte. Läuft. Gras dürfte die Ernte so weit gar nicht weg sein. Wir haben es am frühesten Punkt mit, na, okay, nicht ganz. Aber hier so ungefähr könnte man mit Glück vielleicht schon tatsächlich Gras machen. So, also die Jungs laufen. Das läuft. Da brauchen wir keinen Stress drum machen. Was wir natürlich jetzt gucken, ist natürlich die, genau, die noch blinken. Erstmal heben wir den Marker hier auf und dann besuchen wir es. So, hier haben wir es. Die Produktion. Und wir sehen, dass wir hier Produkte haben. Nämlich einmal die Milch, die Haarmilch und einmal den Käse. So, gucken wir mal. Haarmilch, Käse. Unter welchen Zeichen die denn hier laufen. So, das ist irgendwie was anderes. Tomate, das sieht aus wie 14. Das ist mehr Zuckerkram. Erdbeeren, Trauben, Kirschen, Äpfel, Bier, Eis. Da ist ein Milchpart auf jeden Fall. Oder sind es die beiden? Ich glaube, es ist der Part hier hinten. Bin mir nicht sicher. Da kann man auch nicht richtig sagen, was es ist. Aber sie sind nebeneinander. Deswegen gehe ich davon aus, dass das eigentlich zueinander gehört. Wir können das ja einfach mal beides mal laden. Und es würde auch beides in Edeka oder beim Edeka verkauft werden. Ich war eigentlich schon ganz richtig, ich witzbold.
Das ist logischerweise beides ein festes Gut, nämlich auf Paletten. Das heißt, wir werden ihn jetzt hier nehmen. Werden jetzt natürlich dann einmal schön hier rumschmirgeln und unseren guten Palettenwagen hier nehmen. So. Jetzt habe ich ihn auch genommen. So, und jetzt werden wir uns mal auf den Weg machen. Die Jungs hier sind ja auf dem Feld noch gut beschäftigt. Und das dürfte dann auch laut deren Angaben komplett gedüngt sein und auch dann komplett gesät sein. Und mit dem sind wir dann durch. Und das andere müssen wir dann irgendwie nochmal eine Runde düngen. Aber dafür müssen wir erstmal eine andere Wachstumsphase haben, glaube ich. Ne? So. Frühlingsmitte, alles schön und gut. Wir fahren und fahren und fahren. Und Verkehr, Verkehr, Verkehr. Wie man so nimmt, ne? So. Ja, aber wie man so nimmt, sind wir so langsam auch schon am Ende der ganzen Geschichte. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein wird. Ne? Hoffe, dass ihr aus meinen Fehlern lernt, die ganzen Geschichte. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen. Ein Abo wäre natürlich auch super. Wenn ihr irgendwelche Ideen, Vorschläge, Wünsche habt, schreibt es im Kommentarbereich rein. Ich gucke mal, was ich dann daraus machen kann. Und ja, dann sage ich vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal.